Jo, da sind wir wieder. Ich bin ein bisschen jetzt mit Faden verloren. Es ist schon eine Weile her, dass ich tatsächlich aufgenommen hatte. Ich habe relativ viel vorproduziert gehabt und jetzt musste ich eine Menge Far Cry 6 aufholen. Ja, aber wir kommen schon relativ schnell, denke ich mal, wieder rein. Gerade gucken. Aufträge. Da. So, den Unterrichtsstunde fliegen. Sharps Auftrag, beschaffe und teste einen Fußtrank, beschaffe die Zaubertränke Maxima und Erdurotus, teste sie. Ja, fliegen. Ich möchte fliegen lernen. So, jetzt habe ich das hier zugemacht. Ich wollte ja eigentlich auch auf der Karte gucken. Ja, muss ja erstmal aussehen und dann. Können wir hier hinreisen? So. Bin ja gespannt, wie Fliegen tatsächlich umgesetzt ist. Ob schwer, einfach, da gibt es ja unterschiedlichste Varianten in den verschiedensten Spielen. Alle nehmen sich ein Besen und dann fangen wir an. So, da hinten stand die. So leise. Mr. Clopton, passen Sie bitte auf. Verzeihung, Madame Kogawa. Bitte? Begrüßen Sie alle nun den Neuzugang in unserem Flugunterricht. Willkommen. Hallo. Hallo. Ziel ist es heute, Sie alle daran zu erinnern, wie Sie sicher mit dem Besen manövrieren. Denn in erster Linie ist der Besenflug ein Transportmittel. Ich fürchte allerdings, einige haben das vergessen. Sturzflüge, Rollen und Loopings werden in diesem Kurs nicht gelehrt und auch nicht toleriert. Das überlassen wir professionellen Quidditch-Spielern, wie den Toyohashi Tengu. Kein Fan, nehme ich an. Nun, dann wollen wir mal sehen, wie gut Sie alle in den Sommerferien geübt haben. Nur zu Ihrer Erinnerung, treten Sie an den Besen heran, sagen Sie hoch, laut und deutlich, legen Sie Ihr Bein über ihn und lassen Sie Ihr Gewicht auf dem Sitz ruhen. Hoch! Hoch! Danke! Los! Jetzt sie! Hoch! Hoch! Hoch, du dämlicher Schulbesen! So. Hoch! Was soll ich sagen, zu dämlicher Schulbesen? Da würde ich auch nicht hochkommen. Das eine Bein links und das andere rechts. Ich will hier keinen Damensitz sehen. Da weht es sie direkt vom Besen. Und sobald Sie beim Fliegen meine Pfeife hören, landen Sie auf der Stelle. Ist klar. Gut. Nun, als erste Lektion fliegen Sie durch alle Ringe im Innenhof. Aber Vorsicht! Die Besen sind Schuleigentum. Wow. Ich möchte sie in einem Stück zurückhaben. Oh, das ist genial! Ja! Bisschen. Ich brauche einen eigenen Besen. Wackelig. Nur weil jetzt. Nicht geguckt, wie das Beschleunigen ging. War ja doch nicht langsam gerade. Da Sie sich nun an Ihren Besen gewöhnt haben, sehen wir mal, wie Sie eine eher fortgeschrittene Übung meistern. Der nächste Satz halten und Fluggeschwindigkeit. So hatte ich gerade eben gemacht. Und fordert Sie etwas mehr. Diese Aussicht. Also, auf sich sieht es auch schon ziemlich cool aus. Schöner Tag zum Fliegen. Ah, da hinten muss ich hin. Das alte Bootshaus. Ich wünschte, du hättest die Überquerung des Sees der Erstklässler erlebt. Ja, das hätte ich auch gerne erlebt. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich mehr mit gucken navigieren soll. Oder dann doch mit links und rechts. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas. Da muss man einfach viel Übung für bekommen. Und dann hast du den Dreh schon irgendwie raus. Was du jetzt machst, ob du jetzt links, rechts oder einfach durch das Neigen hier machst. Unser dramatischer Nachbar lässt sich auch ab und zu mal blicken.
Das war nicht übel. Weil hier rauf, runter kannst du ja nur mit dem rechten Stick machen. Du kannst aber auch links und rechts ja ein bisschen mit dem rechten Stick machen. Aber, ups, da wollte ich vielleicht auch nach oben machen. Zum Glück ist, wenn du nach oben drückst, geht der auch nach oben. Ich hasse das ja, wenn das andersrum ist, ne? Wenn du nach oben drückst, dass er nach unten geht. Da kriege ich so viel bei. Hast du kurz Zeit? Ich habe gesehen, wie du durch diese Ringe geflogen bist. Offenbar hältst du dich auf dem staubigen Schulbesen ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass du bereit für größere Herausforderungen bist. Aber ich bin zu voreilig. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Everett Clopton. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein Gryffindor wie du an einem Flugabenteuer interessiert wäre? Klar. Dem kann ich nicht widersprechen. Was schwebt dir vor? Einen kleinen Umweg sozusagen. Folge mir. Die Führung beginnt in Kürze. Bitte mir nach. Gerade fliegen wir direkt über den Verwandlungshof. Wie immer malerisch. Hoffentlich trinkt der Schulleiter seinen Tee heute nicht am Fenster. Ja, also die Optik ist ja einfach nur nice. Toll, über den Dingen zu schweben, oder? Ups. Da sind die Gärten. Die Fenster des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums sind gerade so zu sehen. Ich bräuchte ja mehr Platz. Ah, hier ist Hufflepuff. Wie kann Everett so schnell fliegen? Ein nützlicher Trick. Lehne dich für einen Temposchub nach vorne. So entkommst du schnell aus brenzligen Situationen. Wie mache ich das? Schleunigen. L2. Das gefällt mir schon viel besser. Ah, oh, okay. Bist du zufällig ein halber Hippogreif? Was mit den Luftballons? Da ist die berühmte Brücke. Denk nur an all die Magie, die sie aufrecht hält. Sieh sie dir an. Tja, die Eulerei. Da war schon gesprengt, das die Brücke. Das ist doch mal solide Baukunst. Flugtipps und ein Abstecher nach Hogwarts. Das ist eine tolle Führung, Everett. Das ist immer komisch, dass die Eulerei in den Spielen und auch im Film ja auch außerhalb des Schlosses tatsächlich war. Ich habe mir gedacht, das wäre ein Turm im Schloss. Unser Ausflug ist zu Ende. Wir sollten schnell zurück. So, wir gedrückt halten, das liegt gar nicht. Die Klasse schon entlassen. Geben wir schnell die Besen ab. Steig hier ab. Und wo waren Sie beide? Auf dem Schulgelände. Hallo, Professor. Wir wollten nur noch etwas üben. Die Missachtung meiner Anweisungen hat einen erheblichen Punktabzug zur Folge. Mr. Clopton, ich bin enttäuscht von Ihnen. Sie sind in diesem Kurs, weil Sie sich selbst und Ihrem Besen nicht den gebührenden Respekt erweisen. Aber Professor... Genug! Der Unterricht ist beendet. Und Sie sollten zukünftig an Ihrem Urteilsvermögen arbeiten. Kopf hoch. Das war recht gut geflogen. Ja, mit dem Punkteabzug, toll, ne? Das merkt man gar nicht so von. Da wird jetzt erwähnt, die aber... Die Sache mit Kogawa tut mir leid. Aber du musst zugeben, dass sich die Aussicht gelohnt hat. Ja. Dieser Umweg war es wert, ein paar Hauspunkte zu verlieren. Du machst dich ganz gut auf dem Besen. Mit einem schicken Modell könntest du sicher Runden um Imelda fliegen. Sie ist Kogawas Liebling. Mit einem eigenen Besen könnte ich ihr einiges zeigen. Leider muss ich den Schulbesen nach dem Unterricht zurückbringen. Vielleicht sollte ich einen Besen kaufen. Ja, wenn du das kannst, würde ich auch gern. Ich empfehle einen Besuch bei Albie Weeks von Spinwitches in Hogsmeade. Er testet ständig neue Modelle. Ich werde am Himmel nach dir Ausschau halten. Ja, wir auch. Ich will noch kurz reden. Wenn ich mir bloß den Funkelfunkenbesen bei Spinwitches leisten könnte, das wäre ein Spaß. Sei gegrüßt. Immerhin. Ich mag Madame Kuss. Spinwitches hat eine Filiale in Hogsmeade eröffnet. Na, die neuesten Besen. Nicht, dass ich einen bräuchte. Zu Hause habe ich das neueste Modell. Warum bringst du da nicht mit? Unser Abenteuer in der Bibliothek nicht vergessen. Wie ist es gelaufen?
Wenn du ein paar verbotene Zauber üben willst, triff mich vorm Unterrichtsraum von Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich weiß, wo wir üben können. Ich wünschte, ich hätte meinen eigenen Besen statt der alten Modelle meiner Brüder. Guten Tag. Ich benötige Hilfe bei einer Lieferung und dachte, Sie wären interessiert. Besuchen Sie mich in J. Pippins Zaubertränke, wenn Sie sich ein paar Münzen verdienen möchten. Okay. Bitte treffen Sie mich so bald wie möglich auf dem Flur im 7. Stockwerk. Ich kenne da den richtigen Ort für Ihre Studien. Abseits neugieriger Blicke und Ablenkungen. Ah, kriegen wir jetzt den Raum der Wünsche. Madame Kogawa, was da im Unterricht passiert ist? Verlieren wir kein Wort darüber. Der Punktverlust für Gryffindor sollte Sie in Zukunft von derlei Unsinn abschrecken. Professor Weasley bat mich, Sie ein paar zusätzliche Zauber zu lehren. Also halten Sie Ausschau nach einer Eule von mir. Sie können auch jederzeit vorbeikommen, wenn Sie Fragen haben. Ja. Okay. Wollen wir dann wirklich mal nach Hogsmeade gucken, nach dem Besen? Wäre schon eigentlich interessant, ne? Folge den Schmetterling. Pinwitches, Sportbedarf. Wanders. Mal gucken, was da noch so ist. Anspruchsvolle Lieferung. Den habe ich gar nicht freigeschaltet hier. Gucken wir mal nach dieser Lieferung. Wie schön, Sie zu sehen. Neuer Auftrag. Es ist Herausforderung. Aufträge, oder? Steht ja bei Aufträgen tatsächlich. Abgeschlossen, schließe 6 Hauptaufträge ab. Abgeschlossen, Belohnung für Erscheinungsbild der Ausrüstung. Legendär gepanzertes Gewand. Aha. Belohnung für Erscheinungsbild des Ausrüstung. Legendäre Maske. Naja. Im Schatten der Krypta. Ist das jetzt die Universitätsraum der Verteidigung? Achso, nee. Sagen. Das ist schon eine Oxmate-Quest, die für den DLC quasi man extra dazu bekommen hat, wenn man hier die Dickens-Version gekauft hat, meine ich, die Deluxe-Variante. Ist ja der Laden. So. Also wir müssen einmal, glaube ich, hier um das Gebäude rum. Ja. Ah, ein neues Gesicht. Wunderbar. Reverio. So, gibt's doch bestimmt irgendwo. Ah, da, das habe ich gesucht. Spinwheels Sportbedarf. In diesem Geschäft, das von den liebenswürdigen Albie Weeks geführt wird, werden alle Arten von Sportartikel für Zauberer verkauft. Darunter auch die neuesten Besenmodelle. Albie selbst, so sagt man, arbeitet an einer Reihe von Besenverbesserungen. Ein bisschen Kohle hier reinholen. Damit wir uns das auch leisten können im Besen. Tja, alles nur schlechtere Sachen können wir ja verkaufen. Hallo, Mr. Weeks, nicht wahr? Albie Weeks, zu Ihren Diensten. Willkommen bei Spintwitches. Entschuldigen Sie, wenn Sie hier waren und nicht reingekommen sind. Der Laden ist zu, seit die Handelswege unterbrochen wurden. Ich musste bis London reisen, um meinen Lieferanten zu treffen. Und bin gerade erst wieder zurück. Zum Glück samt Inventar. Ich schätze, Sie haben Interesse an einem Besen? Jupp. Ich hätte ein paar seltene Eibenweber, Glutsprintbesen, Silberpfeile und Windhauche. Egal, wofür Sie sich entscheiden, Sie werden zufrieden sein. Sie sind alle außergewöhnlich, was Qualität und Leistung angeht. Ich hätte gerne einen Feuerblitz, aber den hast du ja noch nicht. Sie mussten Spintwitches wegen unterbrochener Handelsrouten schließen? Schrecklich. Handelswege wurden als unbrauchbar gemeldet. Anscheinend übernehmen Kriminelle die Straßen und bedrohen die Dörfer. Ich fliege äußerst sicher, aber versuchen Sie mal mit einem Vorrat an Besen auf dem Rücken zu fliegen. Gar nicht so einfach.
Also gut. Zurück an die Arbeit. Tu sie doch einfach Wenn so Ihnen ein Besen gefällt, sagen Sie Bescheid. Tu die Besen doch einfach in so eine Tasche von der Mine. Also manchmal denke ich mir auch, die Probleme der Zauberer sind dann doch irgendwie schon komisch, ne? Wenn man überlegt, andere haben dann ja eine Lösung dafür. Selbst wenn er den Zauber nicht beherrscht, dann würde bestimmt irgendjemanden fragen können, der ihn den Zauber machen kann. Können Sie mir mehr über Ihre Besen sagen? Sie sind meine Leidenschaft. Jedes Detail eines jeden Modells. Wie etwa der Windhauch, bekannt für den hochwertigen Eschengriff. Eibenweber sind selten, weil manche Angst haben, sie zu fliegen. Liegt vermutlich am düsteren Ruf von Eibenstäben. Dann gibt es noch den Glutsprint, bekannt für sein schickes Aussehen. Mir wird fast schwindlig vor Freude, täglich mit Besen zu arbeiten. Einer der vielen Gründe, warum ich diesen Laden so gerne führe. Ja, dann gucken wir uns doch mal die Besen an. Nach einem beachtlichen Sortiment. Ich sehe mich mal um. Danke. Na, wonach suchen Sie heute? Ja, eigentlich nur, damit ich irgendwas fliegen kann, ne? Mondraketenbesen, dieser hochwertige, aus Esch gefertigte Besen, besteht aus ordentlich Stabilität. Windhauchbesen, die kosten ja alles gleiche, ja. Portable, schneller Besen mit einzigartigem Webmuster. Ich glaube, ich würde den hier nehmen. Kann gerade noch gucken. Noch hier Krimskrams zu verkaufen. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Nein, ich wollte nicht rausgehen. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich können wir meinen Besen schon noch kaufen jetzt hier. Also, guck mal, Besenvorschau haben wir da. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Das ist cool mit den Taschen, ne? Ich mag das nicht, wenn die so hin zu zersaust sind, aber die Laterne vorne ist natürlich auch lustig. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Ja, das sieht schon cool aus. Das sieht eher aus wirklich wie so ein Fake-Besen. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Der hat auch eine Laterne. Das vordere hier finde ich irgendwie komisch. Sieht aus wie so ein Weihnachtsmann-Gedöns irgendwie. Aber das ist cool. Ich glaube, ich bleibe bei meinem ersten Eindruck. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Okay, jetzt mal darum, dass wir ein bisschen fliegen können. Es kann zwar jeder Besen gegenüber den Übungsbesen aus Kogawas Kurs verbessert werden, aber sie sind alle eingeschränkt. Sie sehen aus wie jemand, der an Flugverbesserungen interessiert sein könnte. Ich höre. Ha! Ich wusste, dass ich bei Ihnen richtig liege. Sie werden mit der Leistung jedes Besens auf geringer Höhe sehr zufrieden sein. Aber im Steigflug lässt die Geschwindigkeit langsam nach. Ich glaube, dieses Problem kann ich beheben. Ich habe da schon ein paar Ideen für Verzauberungen. Verbesserungen, könnte man sogar sagen, die jeden Besen aufmotzen. Ich brauche jemanden, der einen Besen fliegt und mir davon berichtet, damit ich die Verbesserungen vollenden kann. Zufällig weiß ich, dass Imelda Reyes, eine Hogwarts-Schülerin, auf stillgelegten Besenstrecken Wettflüge durchführt. Schlaues Mädchen. Die ideale Möglichkeit, um Flugdaten zu sammeln. Wenn Sie die Bestzeit schlagen können, berichten Sie mir bitte, wie der Besen sich verhalten hat. Dann könnte ich die erste Verbesserung abschließen. Wie sieht's aus? Können wir machen. Wie lange sind Sie schon an Besen interessiert? Seit ich mein erstes Quidditch-Spiel gesehen habe. Die Flugmanöver, die Spieler. Manche Leute haben so ihre Zweifel an mir und meinen Ideen. Hoffentlich helfen sie mir trotzdem. Ich weiß, dass ich an etwas dran bin. Warum soll ich Ihnen von diesem Besenflug berichten? Eigentlich hatte ich Imelda um Hilfe gebeten, aber sie hat ein paar Angewohnheiten beim Fliegen, die Zusammenarbeit erschweren. Ich brauche jemanden, der keine schlechten Gewohnheiten hat und gut fliegen kann. Everett meinte, sie sind ein Naturtalent auf dem Besen. Er studiert hier immer die neuesten Modelle. Er ist fast so besessen von Besen wie ich. Wenn sie mit Hilfe ihres angeblichen Flugtalents Imeldas Zeit schlagen können, wäre ihre Beurteilung des Besens unschätzbar wertvoll. Ich bin nicht gut in so Renngeschichten. Sie hatten wohl wirklich bei Kogawa Unterricht. Ja, aber dass mir die technischen Elemente der Besen stets wichtiger waren als das Fliegen, hat sie wahnsinnig gemacht. Sie findet es gut, dass ich jetzt Bandwitches leite. Ich glaube, keiner von uns dachte, dass ich mal Klatscher für die Cannons oder Eintracht Pfützensee wegschlage.
Und ich finde es befriedigend, gegenüber denen Recht zu behalten, die mich für zu jung halten, um diesen Laden zu führen. Mit ihrer Hilfe kann ich beweisen, dass ich der Anbieter mit dem umfangreichsten Wissen über Zaubersportartikel bin. Ja, machen wir. Klingt interessant. Mal sehen, was ich tun kann. Danke. Es soll ihr Schaden nicht sein. Wenn ich recht habe, motzt die neue Verbesserung Besen in jederlei Hinsicht auf. Und ich kann Ihnen ein Sonderangebot machen. Die Wettflüge dürften auch Spaß bringen. Gehen Sie zum Quidditch-Feld. Da kümmert sich Imelda Reyes um Sie. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Imeldas Zeit geschlagen haben. Er sollte mir das eher umsonst geben dafür, ne? In Hogsmeade kann ich anscheinend nicht fliegen. Mr. Weeks Enthusiasmus ist bewundernswert. So. Dann. Okay, wir uns das hier mal. Das noch freischalten.